Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Unter den Besten, Pedro Galese, Finalist für die Auszeichnung Torwart des Jahres in der MLS 2023. Pedro Galese, der mit Orlando City noch im Rennen um den MLS-Titel 2023 ist, gehört zu den drei besten Torhütern der Meisterschaft. Die Eins der peruanischen Nationalmannschaft strebt danach, der beste Torhüter der amerikanischen Liga zu werden. Pedro Galese aus Orlando City wurde unter den drei Finalisten für die Auszeichnung Torwart des Jahres für die aktuelle Saison der Major League Soccer, MLS, ausgewählt. An diesem Donnerstag wurden die Finalisten der verschiedenen individuellen Anerkennungskategorien der MLS 2023 bekannt gegeben, wobei Pedro Galese auf einer Liste hervorsticht, in der er mit dem Schweizer Roman Bürki, St. Louis City, und dem Amerikaner Roman Celentano, FC Cincinnati, konkurrieren wird. Der 33-jährige Galese stand zusammen mit 23 anderen Torhütern auf der vorläufigen Liste für die Auszeichnung und gehörte zu den Finalisten, nachdem über die Teilnahme aktueller Spieler des Turniers abgestimmt worden war. MLS-Trainer und Manager. Zusätzlich zu den Medien des Landes. Pedro Galese hat in dieser Major League Soccer Saison bisher 30 Spiele für Orlando City bestritten und dabei durchschnittlich 1,1 Gegentore in jedem Spiel kassiert. Er parierte einen von drei gegen ihn verhängten Strafstößen und hält pro Einsatz durchschnittlich 2,6 Paraden. Der Peruaner hat in der Liga insgesamt 33 Tore geschossen und außerdem 79 Paraden ausgeführt, davon 32 im Strafraum. Seit seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020, nachdem er von Orlando City verpflichtet wurde, wurde er zu einem unverzichtbaren Teil seines Kaders, mit dem er den US Open Cup 2022 gewann und auf persönlicher Ebene zum besten Fußballer seiner Zeit gewählt wurde. Im Jahr 2020 wurde er zum Verein gewählt und im darauffolgenden Jahr wurde er für die MLS All-Stars ausgewählt. Orlando City war das zweitbeste Team der Eastern Conference und auch in der Gesamttabelle der MLS 2023 und erreichte die Playoffs um den Titel. In der ersten Runde trifft das Team von Pedro Galese am 30. Oktober in Orlando auf Nashville, das Rückspiel wird am 7. November als Gast ausgetragen. Ihr Rivale belegte in dieser Saison den 7. Platz in der Eastern Conference. In ihren Duellen des Jahres blieb jeweils ein Sieg übrig. Pedro Galese, der sich ein Team mit dem nationalen Mittelfeldspieler Wilder Cartagena teilt, möchte in die Fußstapfen anderer peruanischer Fußballspieler treten, die sich in den letzten Jahren in der MLS etabliert haben, wie Raúl Ruy Díaz bei den Seattle Sounders im Jahr 2019 und Alexander Callens bei New York City im Jahr 2021. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today. Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.